Vor 8 Wochen sind Pia und Marc Fürth mit ihrem 3-jährigen Sohn Felix von Berlin-Reinickendorf nach Spandau in eine größere Wohnung gezogen. Leider gab es von Anfang an Probleme mit der neuen Vermieterin Mona Krause, die mit ihren unzähligen Regeln und Verboten die komplette Hausgemeinschaft terrorisiert. Auch heute ist Stress angesagt. Was ist denn das hier für eine Scheiße? Wollen Sie was oder was? Na sicher. Habe ich Ihnen nicht 1000-mal gesagt, dass dieses Teil im Hausflur nichts verloren hat? Also, jetzt machen Sie nicht mich dafür verantwortlich, wenn Sie nicht hören können. Wer hat das denn kaputt gemacht? Also wirklich, Frau Krause, der Buggy hat hier niemanden gestört. Doch, mich? Und außerdem nervt mich dieses ständige Getrampel von Ihrem Rotzlöffel auf meinem Kopf herum. Also bitte. Wie haben Sie jetzt mein Kind genannt? Sie haben ein bisschen zu viel Luft gezogen, oder was? Also, Frau Krause, wirklich. Ich drehe gleich durch. Also, Frau Krause, wie soll man denn bitte einem kleinen 3-jährigen Kind erklären, dass es leise durch die Wohnung laufen soll? Und außerdem ist Felix wirklich ein sehr, sehr ruhiges Kind. Na. Das ist mir doch scheißegal. Da müssen Sie dieses Ding da eben festbinden. Dann lernt es endlich mal, was Disziplin ist. Sollte man überhaupt mit allen Kindern machen, ja? Also, Sie haben doch wohl einen Schuss nicht gehört, oder was? Das lassen wir uns nicht länger gefallen. Jetzt ist irgendwann mal Ritze hier. Und was wollen Sie machen? Ja. Mich mit Ihrem bösen Blick bestrafen? Also, ich werde Sie fertig machen. Ich werde Sie fertig machen. Aber können Sie sich verlassen? Was ist denn das für ein Rutz? Jetzt macht die schon Filme von uns. Haben Sie uns etwa aufgenommen oder wie? Die ist doch nicht mehr ganz fit, ey. Die hat doch völlig einen weg. Jetzt habe ich was gegen Sie in der Hand. Und passen Sie bloß auf, dass ich Sie nicht wegen Ihrer Drohung anzeige. Wir sind die Mieter und wir haben Rechte. Und Sie können uns nicht länger auf der Nase rumtanzen. Ja? Ich bin die Vermieterin. Und ich kann tun und lassen, was ich will. Ja, da freuen Sie sich mal nicht zu früh. Sie werden schon noch Ihr Fett wegbekommen, das schwöre ich. Das werden Sie sehen. Bla, 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 bla. Alles nur dummes Gerede. Ey, so eine dumme Gans. Lassen Sie sich erst mal Eier wachsen, bevor Sie hier den dicken Macker machen. Ey, so ein dummes Miststück, ach, komm, ey. Komm, Schatz. Alter. Du kennst sie doch und außerdem ist sie so oder so am längeren Hebel. Weißt du, wie sie ist? Nee, jetzt reicht's mir aber. Die wird mich kennenlernen, kannst du glauben. So, wir haben uns von der Krause genug gefallen lassen, ja. Und jetzt werden wir das mal zeigen, dass sie nicht einfach so alles machen kann, was sie will. Ja, und wenn ihr keiner aus dem Haus einen Arsch in der Hose hat, der das zu zeigen, dann werde ich das jetzt übernehmen. Der Familienvater will sich nicht länger von Mona Krause auf der Nase herumtanzen lassen und hat deshalb gleich für den nächsten Tag einen Termin beim Rechtsanwalt vereinbart. Jurist Klaus Pinkerneil soll sich den kaputten Kinderwagen ansehen und den Eltern Tipps geben, wie sie sich künftig gegen die Horrorvermieterin wehren können. Ja, schön, dass es so schnell geklappt hat. Ja, kein Ding. Ja. Also, ich würde sagen, wegen dem Kinderwagen, wir erstatten da erstmal Strafanzeige. Denn selbst wenn Sie Ihren Kinderwagen nicht im Flur posieren durften, woran ich große Zweifel habe, dann gibt das Ihrer Vermieterin noch lange nicht das Recht, Ihr Eigentum mit solcher Gewalt in die Mülltonne zu stopfen, dass es kaputt geht. Ja gut, aber was würde uns denn eine Anzeige überhaupt bringen? Naja, die Strafanzeige selber erstmal nichts. Aber Sie haben ja einen zivilrechtlichen Schadensersatzanspruch. Sie wollen ja das Ding ersetzt verlangen. Ja? Und um diesen zivilrechtlichen Schadensersatzanspruch durchsetzen zu können, brauchen wir Beweise. Und insofern hilft uns das Strafverfahren, dann diese Beweise zusammenzusammeln. Ganz ehrlich, wir haben so viele Probleme mit dieser Frau. Und das dann nochmal mit einer Anzeige zu provozieren, ganz ehrlich, das würde ich nicht machen. Oh doch, wir haben sie lange genug von der schikanieren lassen. Und außerdem war der Buggy teuer genug, den sollte uns ersetzen. Wir mussten schließlich damals auch Schadenersatz bezahlen, als wir angeblich das Treppenhaus zerkratzt haben. Ja. Wieso, was war da? Ja, das war ganz am Anfang, wo wir in die Wohnung reingezogen sind. Es waren mit den Umzugshelfern, die haben da ein paar Freunde von uns, die haben dann ein paar Kratzer eben ans Treppengeländer hin. Und die hat sofort hier, die liebe Frau Krause wollte dann sofort 500 Euro von uns. Die haben Ja, das mit dem Treppenhaus, das war ja nicht das Einzige. Danach kamen ein Haufen Anzeigen rein, ja, wegen Ruhestörung, Sachbeschädigung, alles so ein Mist. Dann hat sie in ihrer Hausordnung 1000 Hausregeln aufgestellt. Davon gibt es, glaube ich, noch nicht mal eine. Zum Beispiel? Naja, 20 Uhr darfst du keine Musik mehr hören, ja, und darfst noch nicht mal Gäste empfangen, also wie im Gefängnis. Ja, aber ihre Quizshows dreht sie dann schon ab 20 Uhr richtig auf. Also da ist sie, die hat ja angeblich auch ein Herzleiden, und aber dafür, ja, da hat man Zeit. Aber ich will sie erst mal ein bisschen beruhigen. Natürlich dürfen Sie in Ihrer Wohnung so viel und so lange Besuch empfangen, wie Sie möchten. Und auch die Nachtruhe, die fängt definitiv erst ab 22 Uhr an. Ja, das habe ich da auch gesagt. Das gehört den Scheißdreck. Und wenn wir das gemacht haben, ja, dann kamen die alle 10 Minuten hochgeschissen, hat uns da bald die Tür eingetreten und Sturm geklingelt. Wir wussten ja auch nicht mal, was wir machen sollten. Ja, also die hat, ich weiß nicht, die hat voll einsitzen.
Also Ihre Vermieterin, die kann noch so viele Regeln aufstellen, wie sie will. Sie haben als Mieter auch Rechte. Und dass jemand Ihr Eigentum zerstört, das müssen Sie definitiv nicht hinnehmen. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn der erstmal die Anzeige ins Haus flattert. Während Pia nach dem Anwaltsbesuch Sohn Felix vom Kindergarten abgeholt hat, ist Mark losgezogen, um einen neuen Buggy zu besorgen. Zurück zu Hause malen sich die Eltern aus, wie ihre Vermieterin wohl auf die Anzeige reagieren wird, als es plötzlich an der Tür klingelt. Nachbar Hassan Cembre steht auf der Matte. Hey, Alter. Grüß dich. Alles klar? Klar. Komm mal rein in die Stube. Hi, Pia. Hey. Na, wie geht's? Hey, kleiner Gauner Felix, du wirst ja auch immer größer. Ja. Mann, Leute, ihr müsst unbedingt mit rauskommen. Wieso, was ist denn da los? Habt ihr den Krankenwagen vorne nicht gesehen? Die alte Furie, diese Scheusal, ist die Kellertreppe runtergefallen. Und ich hoffe, sie hat sich den Hals dabei gebrochen. Ach, Scheiße. Komm, jetzt sei mal nicht so fies. Also, ich will ja nicht drum heulen, ja, aber ist wirklich nichts Schlimmes passiert? Naja, dieser Kakerlake, die würde sogar einen Atomkrieg überleben, Mensch. Oh Gott, ey. Also, so schlimm wird's nicht muss sein. Muss ich mir erst mal angucken. Ja, geht's ihr wirklich gut? Naja, sie schafft es schon, die Sanitäter da in den Wahnsinn zu treiben. Den armen Klaus scheißt ja auch schon die ganze Zeit rum. Oh Mann, der Mann kann einem echt leid tun. Aber wann genau soll das passiert sein? Ich meine, Schatz, du bist doch gerade erst nach Hause gekommen. Hast du sie nicht gesehen an der Kellertreppe? Ich hab zwar gesehen, dass die Treppe, also die Kellertür offen war. Aber ich habe nicht runtergeguckt. Ich bin dann mit dem neuen Buggy ja hochgelaufen. Mhm. Mensch, Leute, kommt los. Als Pia, Mark und Hassan am Krankenwagen ankommen, treffen sie auf einen weiteren Nachbarn, der ebenfalls von dem Unfall gehört hat und sich das Spektakel nicht entgehen lassen möchte. Obwohl es niemand laut zugeben würde, sind doch alle ein wenig schadenfroh, dass Hausdrachen Mona Krause endlich mal einen Dämpfer für ihr schreckliches Verhalten bekommt. Überhaupt, diese Halskrause, die ist viel zu... Bleib doch mal ruhig, die Sanitäter tun da schon. Hör auf, so ein dummes Zeug zu labern. Mach lieber das, was man dir aufgedrückt hat. Hast du die Polizei schon geholt? Du, hör auf, so dämlich hier zu lachen. Ich möchte mal wissen, was du sagen würdest, wenn ich dein BMX-Rad die Kellertreppe runterschmeiße. Wachs dir. Und überhaupt, sie, der war's, der hat mich die Kellertreppe runtergeschubst. Quatsch, was haben sie da überhaupt im Kopf? Schatz, hast du was damit zu tun? Natürlich. Blödsinn, was sie labert. Jetzt will er irgendwas ausgedacht. Natürlich, der wollte mich aus dem Weg haben und deswegen hat er mich die Kellertreppe runtergeschubst. Stimmt, das, hat auch das war ein Mordversuch. Guten Tag. Hallo Sati. Ein Herr Krause hat uns angerufen. Wer ist denn Herr Krause? Ja, hier. Das ist richtig. Genau, Herr Krause. Sie sagen, jemand hat Ihre Frau die Kellertreppe runtergeschubst. Ja, behauptet meine Frau. Der war's. Ja. Da, nehmen Sie ihn fest. Die hat Schuss nicht gehört. Legen Sie ihm Hausstellen an. Los! Sie sind? Mark Fürth. Mark Fürth. Und Sie haben damit was zu tun? Ich habe überhaupt gar nichts damit zu tun. Ich weiß auch nicht, was sie jetzt von mir will. Ich habe sie überhaupt gar nicht gesehen. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was sie will. Die ist irgendwie die Treppe runtergefallen. Jetzt sagt sie, ich war das. Sie halten es mal im Eck. Muss das sein? Wie? Der war's. Also, du musst mal einen Anwalt anrufen, bitte. Ich muss doch mal mitgehen. Ja, mach ich sofort. Oh. Ja. Pia versteht nur Bahnhof. Schließlich kann ihr Mann keiner Fliege was zuleide tun. Zum Glück ist Rechtsanwalt Klaus Pinkerneil innerhalb von 10 Minuten zur Stelle, um seinem Mandanten bei der Vernehmung auf dem Polizeirevier beizustehen. Der Jurist ist fest davon überzeugt, dass die Körperverletzungsvorwürfe gegen Mark absolut haltlos sind. Wo waren Sie denn zum Zeitpunkt? Ich habe einen neuen Buggy gekauft, weil die Eule Krause den von meinem Sohn kaputt gemacht hat. Mutwillig. Mhm. Weswegen im Übrigen in Ihrem Haus auch schon eine Strafanzeige gegen Frau Krause anhängig ist. Genau. Und ich bin nach Hause gekommen, zu meinem Sohn und meiner Frau, und das war's. Und Sie sind Frau Krause zum Unfallzeitpunkt nicht begegnet? Denn es ist schon ziemlich merkwürdig, dass der Tathergang und Ihr Erscheinen zum selben Zeitpunkt stattgefunden hat. Nein. Also, ich bin nach Hause gekommen und habe gesehen, dass die Kellertür auf war. Ja, ich habe da aber nicht runtergeguckt, weil ich keinen Bock hatte. Ich hatte den schweren Buggy zu schleppen. Also ich finde schon, dass der Zufall recht groß ist, dass der Sturz von Frau Krause und ihr Erscheinen auf denselben Zeitpunkt fällt. Also zumal ich habe auch ein Beweisvideo von der Frau Krause bekommen, in dem dokumentiert wird, dass sie sich gestritten hätten am gestrigen Tag und dokumentiert ist, dass sie ihr gedroht haben. Bitte, es gibt keinen einzigen Beweis, dass mein Mandant mit dem Treppensturz von Frau Krause was zu tun hat. Außer der Aussage von Frau Krause selbst. Und die ist, sage ich mal, in ihrer Glaubwürdigkeit doch sehr eingeschränkt. Immerhin führt die Frau seit Wochen einen Privatkrieg gegen meinen Mandanten. Einen Krieg? Finden Sie nicht, dass Krieg jetzt ein bisschen übertrieben ist? Nee,
Ich untertreibe sogar noch. Nämlich nach all dem, was ich gehört habe, ist Frau Krause extrem streitlustig und terrorisiert hier nicht nur meinen Mandanten und seine Familie, sondern sämtliche Mieter in dem Haus. Ja, das stimmt, die olle Hexe. Frau Krause, wollen Sie doch sicher sagen. Ja, aber passen Sie mal auf, ja. Unsere Nachbarn, die Schemris, den hat sie erst mal Ausländerbehörde auf den Hals gehetzt. Und die wohnen schon Ewigkeiten hier in Deutschland, ja. Dann sehen Sie mal, dass sie nicht mehr alle Latten am Zaun hat. Es ist jetzt so, dass Frau Krause uns nicht gänzlich unbekannt ist. Frau Krause schlägt ja fast jede Woche einmal auf und zeigt irgendjemanden an. Sehen Sie? Nichtsdestotrotz ist es so, dass Frau Krause sie angezeigt hat wegen schwerer Körperverletzung. Und in diesem Zuge werden wir jetzt auch erstmal gegen sie ermitteln. Na, das kann doch nicht ernst sein. Ich habe überhaupt ja auch nicht die Macht. Doch. Das ist mein Ernst. Und ich spreche ihm im Zuge der Ermittlung auch ein Kontakt- und Gesprächsverbot mit Frau Krause. Ja? Wie soll das gehen? Soll ich nach Hause fliegen? Ich muss doch eh an die Tür vorbei. Nee, natürlich dürfen Sie noch in Ihr Haus. Aber ich muss schon sagen, mich wundert es doch wirklich, wie einseitig Sie hier zulasten meines Mandanten ermitteln. Schließlich kommen hier doch sicher noch eine ganze Reihe von anderen Personen als Täter in Betracht. Ganz abgesehen davon ist doch noch nicht mal klar, dass hier überhaupt Fremdverschulden vorliegt. Wer sagt denn, dass Frau Krause nicht von alleine die Treppe runtergefallen ist und das jetzt versucht, meinen Mandanten in die Schuhe zu schieben? Für mich sehen die Anschuldigungen von Frau Krause nach einer klaren Racheaktion aus. Trotzdem muss ich jetzt entweder Entlastungszeugen oder einen anderen möglichen Täter finden. Ich werde gleich mal mit Herrn Cemre, dem Nachbarn, anfangen. Weil nach dem, was ich hier gerade gehört habe, hätte der zumindest auch ein Motiv. Gleich nach dem Verhör macht sich der Anwalt auf den Weg zu Hasan Cemre, um ihm auf den Zahn zu fühlen. Von seinem Mandanten hat Klaus Pinkerneil erfahren, dass der Familienvater fast jeden Tag vor dem Abendessen mit seiner Tochter Jasmin auf einem Spielplatz ist, der nur wenige hundert Meter vom Wohnhaus entfernt liegt. Hallo, sind Sie Herr Cemre? Ja, wer sind Sie? Hallo, mein Name ist Pinkerneil. Ich bin der Rechtsanwalt von Marc Fürth. Ah, der Marc, okay. Ich habe gehört, Sie haben auch Stress mit der Frau Krause, mit der Vermieterin. Ach, die Frau Krause, warten Sie mal. Spielst du ein bisschen klein? Ja? Okay. Ja, die Frau Krause, das ist ja ein Ausgeburt der Hölle. Der Teufel persönlich ist das. Wieso? Was ist denn genau passiert? Ach, wo soll ich bloß anfangen? Also, sie hat mehrmals die Polizei bei mir alarmiert wegen angeblicher Ruhestörung. Aber die Krönung war jetzt vor ungefähr einer Woche. Da hat sie wirklich die Ausländerbehörde eingeschaltet und mich angezeigt wegen angeblicher Scheinehe. Können Sie das vorstellen? Ist nicht wahr. Doch. Aber das werden Sie ja ganz leicht aus der Welt zu schaffen gewusst haben, oder? Naja, so leicht war es nicht. Ich bin zwar in Berlin geboren, aber meine Frau, verstehen Sie, kommt aus Marokko und ist erst seit 7 Jahren hier in Deutschland. Und als die Behörden dann ihren obligatorischen Kontrollbesuch gemacht haben, haben die auch noch unsere getrennten Schlafzimmer gefunden. Und ich bin Schnarcher und meine Frau leidet drunter und wir schlafen dann oft in getrennten Schlafzimmern. Verstehe. Na, da waren Sie wahrscheinlich stinksauer auf die Frau Krause. Wo waren Sie denn eigentlich zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist? Sie wollen doch jetzt nicht behaupten, dass ich irgendwas damit zu tun habe, oder? Moment, ich behaupte überhaupt also nichts, ich bin aber Familienvater, Sie sehen das Herr ja. Herr Cemre, also, aber hey, auf der anderen Seite, langsam. Sie hätten Motiv gehabt und die Gelegenheit sicher auch, oder? Also sagen wir es mal so, ich bin nicht traurig, dass sie jetzt die Treppe runtergefallen ist. Von mir aus kann sie sich auch den Hals brechen, ja? Das ist mir total egal, ja? Also diese Frau ist echt ein Biest, ist ein richtiges Miststück. Aber dass ich jetzt irgendwas damit zu tun habe, absolut nicht. Aber falls Sie jemanden mit Motiv suchen, dann müssten Sie noch mal mit der Miriam reden, der Frau Lübbe. Die könnte vielleicht einen haben, weil die hatte jetzt ein Problem vor kurzem erst mit der Krause. Und naja, die hat ihr das Jugendamt auf dem Hals geschickt, deswegen auch immer. Aha. Und da war sie ganz schön sauer, ja. Und wieso meinen Sie, dass die direkt was mit diesem Treppensturz zu tun gehabt haben könnten? Naja, das war mir ein bisschen suspekt, weil ich füttere immer ihre Katze, wenn sie weg ist. Aha. Und die sagt eigentlich immer eine Woche vorher Bescheid, falls sie mal wegfährt oder so. Aber dieses Mal war sie urplötzlich, stand sie vor meiner Tür mit gepackten Sachen und gab mir ganz nervös ihren Wohnungsschlüssel. Und das hat mich dann ein bisschen stutzig gemacht. Also ich konnte das dann nicht verstehen. Wieso ganz plötzlich nach dem Treppensturz ist die abgehauen oder was? Haben die gesagt, wann sie wiederkommen? Also sie meinte in 3 Tagen. Aha, okay. Aber verstehen Sie mich nicht falsch. Also ich bin mir sicher, dass Miriam, also die Frau Lübbe, damit nichts zu tun hat. Die ist viel zu lieb dafür. Die würde keiner Flieger was zuleide tun. Aber bei ihrem Sohn Patrick allerdings weiß ich da nicht so genau. Ja gut, dann werde ich mal gucken, ob ich da weiterkomme. Ja. Herr Cemre, ich bedanke mich erstmal. Ja, kein Problem, immer wieder gerne. Bis dann, tschüss. Tschüssi. Na, scheinbar hat hier wirklich jeder im Haus ein Motiv, sich an Frau Krause zu rächen. Ich denke, ich werde auch mal mit dieser Miriam Lübbe und ihrem Sohn sprechen. Denn dass die beiden Hals über Kopf direkt nach dem Sturz abhauen, das ist schon mehr als seltsam. Sunshine.
Am nächsten Morgen versuchen sich Pia und Marc auf die Arbeit zu konzentrieren. Da Pia wegen Marcs Verhör gestern Nachmittag auf Felix aufpassen musste, hatte die Familienbäckerei nur vormittags geöffnet. Um den Verdienstausfall wieder reinzuholen, muss das Paar heute doppelt Gas geben und viel verkaufen. Doch die Stimmung ist auf dem Nullpunkt. Ich könnte allen immer noch einen Hals umdrehen, ja. Ey, nach dem ganzen Mist, was sie gemacht hat, ja. Und dann haben wir uns jetzt so die ganze Zeit die Bullen auf den Hals geholt, ey. Das ist richtig scheiße. Ach komm, Schatz, mach dir keine Sorgen. Du bist unschuldig und der Anwalt wird es schon klären. Nee, mal gucken, was da ist. Das übliche, drei Schmähenmandeln, aber ein bisschen zackig. Nach dem, was sie uns angetan haben, kommen sie noch hier rein und wollen irgendwas, sie... Marc, Schatz, du weißt, du darfst nicht mit ihr reden. Genau. Schon vergessen? Kontaktverbot. Ja, dann kommen sie nicht in unseren Laden. Sie beschuldigen meinen Ehemann und kommen dann trotzdem hier in unseren Laden rein, als wäre nichts gewesen. Das geht doch nicht. Meinen Sie denn, mir macht das ein Vergnügen hier? Aber Fakt ist, Sie haben nun mal die besten Schmähenmandeln weit und breit. Also was denn jetzt? Ich bin Kunde, her damit. Sie ticken doch nicht ganz richtig. Marc, Kontaktverbot. Ja, pass auf. Dann sagt er, die soll ja nicht irgendwelche Lügenmärchen erzählen, ja? Und die soll ja ihren Mund halten. Sie sind ein Verbrecher und Sie beide will ich überhaupt nicht mehr in meinem Haus haben. Ja, sehen Sie zu, dass Sie Leine ziehen und sich eine neue Wohnung suchen, aber zackig. Frau Krause. Er sagte, dass wir nirgendwo hingehen, ja? Und die soll ja keinen Mist erzählen und hauen die ganzen Kunden ab. Frau Krause, es reicht's. Bitte, ich bitte Sie, schicken Sie einfach das nächste Mal Ihren Ehemann hierher, ja? Sie wollten eine Kontaktsperre, die haben Sie bekommen. Und hier kann Ihnen mein Ehemann ja wohl nicht aus dem Weg gehen. Und jetzt raus aus meinem Laden. Es reicht vollkommen. Das kann in dem Gelände, wohl, raus. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Sie verweisen mich des Ladens? Ja, das wird klar. Ihnen noch leid tun. Das kann ich Ihnen aber sagen. Auf Wiedersehen. Die hat da echt nicht mal alle Lappen gezogen, Alter. Obwohl Pia und Marc die Drohung ihrer Vermieterin zunächst nicht ernst genommen haben, finden sie bereits einen Tag später die fristlose Kündigung im Briefkasten. Die dreiköpfige Familie soll innerhalb von 3 Tagen ausziehen. Laut Klaus Pinkerneil ist das Schreiben jedoch unwirksam. Und genau das möchte der Anwalt mit Mona Krause persönlich klären. Sagen Sie mal, Klaus, was soll denn das hier? Worum geht's denn überhaupt? Ja, es ist eine Kündigung von Ihnen. Kündigungsschreiben von Ihrer Frau. In dem fordert sie meine Mandanten auf, das Haus binnen 3 Tagen zu verlassen. Ihnen ist doch wohl klar, dass es so nicht geht, oder? Das muss ein Missverständnis sein. Sag mal, halt doch die Klappe, wenn du keine Ahnung hast. Honigbärchen, hast du den Fürst eine Kündigung geschickt? Sag mal, rede ich Chinesisch? Das geht dich einen feuchten Kehricht an. Und marsch hier, die Bügelwäsche wartet nicht. Los, zackig. Das ist ja gut. Na, Sie sind ja ein Herz und eine Seele. Man kann Ihren Mann ja fast beneiden. Und ob? Ohne mich wäre doch diese Flachpfeife verloren. Wer sind Sie denn überhaupt? Gestatt, mein Name ist Pinkerneil. Ich bin der Rechtsanwalt von Familie Fürth. Und wir kommen wegen Ihrer unrechtmäßigen Kündigung. Sie wissen doch als Vermieterin ganz genau, dass Sie meine Mandanten hier nicht innerhalb von 3 Tagen des Hauses verweisen können, oder? Ich bin die Vermieterin, das ist mein Haus. Ich kann machen, was ich will. Und überhaupt der Mann von der da. Der wollte mich umbringen. Was? Marc hat mit Ihrem Sturz überhaupt nichts zu tun. Und außerdem können Sie uns mit so einem kleinen Kind gar nicht vor die Tür schmeißen, so wie Sie das möchten. Wo meine Mandantin recht hat, hat sie recht. Und von umbringen kann ja nun wirklich überhaupt keine Rede sein, ne? Wie gesagt, das ist mein Haus, ich kann machen, was ich will und ich will Sie rauswerfen. Irrtum, dann blättern Sie mal in Ihrem BGB, was ich Ihnen vielleicht zum Geburtstag mal mitbringe, Paragraf 573. Sie könnten meine Mandanten allenfalls dann kündigen, wenn Ihr Mann, was ich bezweifle, tatsächlich rechtskräftig verurteilt werden würde. Oder aber wenn meine Mandanten zum Beispiel mit 2 Monaten mit einem Rückstand wären, ist ja auch nicht der Fall. Kündigung können Sie vergessen. Das ist mir doch schnurzpiep egal. Ich will dieses asoziale Pack hier nicht mehr länger in meinem Haus haben. Und wenn die nicht freiwillig gehen, dann werde ich Mittel und Wege finden, die zu zwingen. Da können Sie sich verlassen. Puh. Also Sie haben ja wirklich nicht übertrieben, was Ihre Vermieterin angeht. Ich sag's Ihnen doch. Da die fristlose Kündigung unwirksam ist, könnte Frau Krause meinen Mandanten hier allenfalls ordentlich kündigen. Dazu müsste sie allerdings entweder Eigenbedarf anmelden oder aber die Fürths müssten mit 2 Monatsmieten in Rückstand sein. Beides ist hier nicht der Fall. Da kann Frau Krause noch so sehr mit den Türen knallen. Sie kann sich auf den Kopf stellen. Meine Mandanten kann sie hier so schnell nicht rauskündigen. Dank der Unterstützung ihres Anwalts sind Pia und Marc fürs Erste beruhigt und beten inständig, dass Mona Krause endlich zur Vernunft kommt und im Hause Ruhe einkehrt. Doch diese Hoffnung währt nicht lange, denn bereits einen Tag später gibt's schon wieder neuen Ärger.
jetzt hier los? Was ist denn das hier für eine Rotze? Gib mal nicht mehr mal Wasser. Du musst mal eine Taschenlampe. Los, Hans. Schatz. Der Kleine schläft schon. Bitte ein bisschen ruhiger. Das ist doch nicht mal normal hier in der Bude. Ich muss jetzt erstmal hier reingucken, warte mal. Na toll, das ist alles an. Ach komm, weißt du was? Was ich mache, ich gehe einfach zu meinem Krause runter. Schließlich ist unser Hausmeister, der wird uns schon helfen. Ja, der wird uns schon helfen, das kannst du vergessen. Das ist kein Hausmeister, das ist ein Waldmeister, ja? Der wird doch bestimmt unten den Strom abgestellt haben. Es geht doch nicht Strom und Wasser gleichzeitig aus. Das gibt's nicht. Quatsch, meinst du oder was? Ja, natürlich, die Alte wird den wieder runtergeschickt haben. Klausi, mach mal den Strom aus und sie ist wieder Klopfer. Ja, so wird das abgelaufen sein. Ja, und jetzt? Was machen wir jetzt? Pass auf, wir machen das jetzt so. Ich werde mir jetzt auch so meine Pulle Wasser suchen und werde meine Haare waschen. Und du rufst jetzt einen Anwalt an. Okay. Und dann sagst du dem, was für Phase ist, ja? Und der wird sich darum kümmern. Alles klar. Gut. Okay. Ja, ich bringe das genau mal hin. Hoffentlich habe ich die Nummer eingespeichert. Scheiße, ey. Wenn die Krause den Krieg haben will, dann kann sie ihn gerne haben.